Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Jubiläumsjahr von Coop Naturaplan haben sich auch unsere Bäcker etwas einfallen und überraschen sie jeden Monat mit einem speziellen Biobrot. Jetzt im Februar ist es ein Försterbrot mit rustikalem Charakter. Hergestellt aus einer Mischung von biologischem Roggen und Weizen mit Sonnenblumenkernen, Linsamen und Sesam. Schon früh am Morgen ist das Brot in unseren Läden. Frisch und knusprig direkt aus der Coop-Bäckerei. Was es alles braucht, bis es so weit ist, möchten wir Ihnen in einem kurzen Film zeigen. Am späteren Abend, wenn andere ins Bett gehen, machen unsere Bäcker Zutaten für einen Teig parat. Mehl, Hefe, Salz und Wasser, je nach Rezept und Sorte. Kneten wird natürlich nicht mehr von Hand. Das kann eine Maschine schneller und ringer. Auch portioniert wird automatisch. Jede Sorte genau abgewogen und in die gewünschte Form gebracht. Dann kommen die Teiglinge für eine gute Stunde in den Vorgärschrank. Der Teig ist aufgegangen. Fürs Einschneiden, Zöpfeln oder Formen braucht es wieder flinke Hände, bevor die Laib auf die Reise durch den Ofen geschickt werden. Es ist soweit. Die erste Schicht kommt aus dem Ofen. Wie das schmeckt. Hier wird das Brot verpackt und für die Verkaufsstellen, die schon am Vortag bestellt haben, parat gemacht. Sicher und auf schnellstem Weg bringt der Camion das Brot zu ihrem Coop-Laden. Und pünktlich, wenn der Laden aufmacht, finden sie es im Gestell, zusammen mit den Weckli, den Gipfeli und allen anderen duftenden Gebäck. Nach dieser Nachtschicht, jetzt wie gewohnt, der Hinweis auf das Rezept im Teleskop. Dort gibt es auch etwas mit Brot. Und zwar pikante Fotzelschnitte mit gedämpften Pilz. Also, morgen um 12:30 einschalten und das Teleskop nicht verpassen. Bei mir begrüße ich jetzt Armin Amrain, Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Herzlich willkommen. Salut Pascal, grüezi miteinander. Armin, wir haben gerade gesehen, dass man Brot nicht nur als Beilage oder Zwischenverpflegung, sondern auch als Bestandteil von einem Rezept brauchen kann. Was hast du noch für Vorschläge? Beim Stichwort Brot fallen mir sofort einen Haufen Ideen ein. Zum Beispiel eine Brotsuppe oder eine Brotfüllung für eine Kalbsbrust. Jetzt im Winter zum Beispiel auch ein Vogelheu, das leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Milch und Eier vermischen und übers Brot verteilen. Bananenscheiben im Anken anbraten und das Brot dazugeben. Alles leicht zuckern und goldbraun rösten. Und zum Schluss mit raumdurchtränkte Sultanine vermischen. Das Vogelheu mit Äpfelmus oder Äpfelschnitz servieren. Und denen, die es gerne haben, Zimt und Zucker separat dazu anbieten. Sieht das lustig aus? So einfach und doch so schmackhaft. Ja, da sieht man wieder einmal, auch aus Brotabschnitt kann man etwas Gutes machen. Danke, Armin. Gern geschehen. Eine gute Sache, wenn es bei unserem feinen Brot überhaupt Abschnitt gibt, denn unsere Bäcker sorgen für frisches Brot bis zum Feuerofen. Mit Ausbackstellen direkt in den Läden, wo verschiedene Brote laufend frisch backen oder rausbacken werden. Und das bis zum Ladenschluss. Bevor auch bei uns Schluss ist, noch der Hinweis auf ein paar besonders interessante Aktionen von der Tamara. Das ist richtig. Denn auch diese Woche haben wir wieder verschiedene Halbpreisaktionen, wie zum Beispiel Gala 3-Eierhörnchen im Trio-Pack für 2,70 Franken, 6 Liter Orangensaft für 3,90 Franken und 2,5 Kilo festkochende Herdöpfel in der grünen Packung für 2,25 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Das war es wieder einmal. Warum Fußballprofis vom FCB immer gepflegte Frisuren haben, das sehen Sie bei uns in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.